Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir, dem Barbecue-Bären. Wir werden uns heute einen gesmokten Schweinenacken mit einer Honig-Senf-Rum-Marinade machen. Zutaten dazu stehen schon hier. Was wir alles brauchen, wie das geht, gucken wir uns jetzt an. Viel Spaß! An Zutaten benötigen wir einmal, hier habe ich Honig stehen. Dann ist das hier einmal Salz, Pfeffer und Cayenne-Pfeffer. Dann Dijon-Senf gekörnt, Knoblauch und Currypulver, dann ist das der Abrieb von einer Bio-Limette, Rum und was Olivenöl und natürlich hier den Schweinenacken. Für unseren Schweinenacken brauchen wir natürlich auch eine Marinade, die ist aber sehr einfach. Dazu nehmen wir uns jetzt erstmal hier das Olivenöl, geben das zu dem Honig, dann kommt der Rum dazu. Dann der Abrieb von der Limette, dann das Salz-Pfeffer-Gemisch, Curry und den Knoblauch und natürlich unser Senf. Das Ganze nehmen wir jetzt, verrühren das schön, dass das eine schöne glatte Masse ist. Und dann ist unsere Marinade auch schon fertig. Die brauchen wir jetzt nur noch nehmen und hier auf unseren Schweinenacken verteilen. Einfach so komplett drüber. So, da ist jetzt alles drauf. Und dann brauchen wir den eigentlich nur damit einfach schön einreiben, dass überall was dran ist. So, das Ganze noch von der anderen Seite. Ist ein bisschen schlotzig das Ganze, aber das ist nicht schlimm. So, und das war es dann auch schon wieder. Nachdem wir unseren Schweinenacken jetzt schön mit der Marinade eingeschmiert haben, habe ich das Ganze nochmal hier in Folie gewickelt. Das nehmen wir. Packen das für 48 Stunden in den Kühlschrank und dann sehen wir uns, was ist heute? Heute ist Donnerstag, Samstag am Smoker wieder, weil das Ganze werde ich wieder auf dem Smoker machen. Natürlich könnt ihr das Ganze auch nur 24 Stunden oder 12 Stunden marinieren, dann zieht das nicht so extrem ein, wie wenn ich das jetzt 48 Stunden mache, aber das könnt ihr ja machen, wie ihr möchtet. Und diese Marinade, die ich hier gemacht habe, die eignet sich auch hervorragend nur zu Nackensteaks. Probiert das mal aus. Es ist Samstagmorgen, ihr seht, der Smoker brennt. Das Fleisch liegt auf. Ich habe es auch schon verkabelt. Ich werde heute räuchern mit Buche und Birnenholz. Das Ganze werde ich jetzt so bei 110 bis 130 Grad laufen lassen, bis das Fleisch eine Kerntemperatur von ja, 70, 75, 77 Grad hat. Und dann werden wir es runternehmen, kurz ruhen lassen und dann anschneiden. Aber jetzt machen wir erstmal schön den Deckel zu. So, nach etwas mehr als 4 Stunden haben wir jetzt schon 68 Grad im Kern erreicht. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich denke, das kann sich sehen lassen. Riecht auch richtig gut. Ich hoffe, wir haben auch einen schönen Smokering nachher. Aber wir sehen uns wieder, wenn wir das Ding gleich anschneiden und probieren. Etwas mehr als 6 Stunden später ist unser Schweinenacken endlich fertig. Den schneiden wir jetzt noch zusammen an. Dazu kommt aber erstmal näher. Los geht's. Kann man sehen. Wow, Smokering ist da. Oh, und der ist noch saftig. Seht ihr, wie das Wasser da rausläuft? Alter, da schneide ich mir jetzt eine Scheibe runter und dann probieren wir den. So, jetzt werden wir schnell hier so ein Stück probieren, weil hier auf dem Brett lag eben noch mehr. Hier im Hintergrund klauen sie mir schon alles weg. Und wie die Geier. Hm. Wow. Wow. Alter. Oh, das ist schweinegeil. Also butterzart ist es. Der Rauchgeschmack kommt ganz gut durch. Dann der, also die Marinade, die passt da auch bombig zu. Ist halt ein bisschen süßer und ein bisschen schärfer. Die Kombo, die passt richtig gut. Kann ich wirklich nur jedem raten, macht das mal so nach. Nehmt euren Smoker, haut den morgens an. Das Ganze hat jetzt knapp selbst 6,5 Stunden gedauert. Ist natürlich eine Weile, aber wenn das so wie bei uns jetzt hier. Ich habe morgens angemacht, lassen laufen, weil wir sind hier noch ein bisschen am Potten, sage ich mal. Weil ich baue mir hier im Hintergrund eine neue Grillhütte.
Zu der Grillhütte kommen natürlich auch noch ein paar Videos. Und den Handschuh habe ich auch nur an, weil ich mich heute schon gleich verletzt habe. Also ist das schon mal, steht das unter einem guten Stern. Und wie gesagt, macht das nach. Es lohnt sich. Lasst mich wissen, wie es euch geschmeckt hat. Ich finde es schweinegeil. Und hat euch dieses Video natürlich wiederum gefallen, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, über einen freundlichen Kommentar. Abonnieren könnt ihr meinen Kanal natürlich auch. Das ist kostenlos. Würde ich mich drüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Gehabt euch wohl. Euer Michael. Macht's gut. Ciao.